Ich liebe diesen Bumper. So, genau das meinte ich eben, dass du halt verschiedene Missionen dann freispielen kannst. Mhm. Teilweise hast du es auch so, dass du zwischen verschiedenen Boni wählen kannst, die du irgendwie als Siegprämie bekommst. Keine Ahnung, irgendwie Trophäen oder sowas. Und wenn du dann runtergehst, kriegst du stattdessen, was weiß ich, eine CD oder sowas. Also es ist schon relativ unterhaltsam. Ja, die Amigos können wir auch nochmal. Und ich finde die Missionen auch immer eine ganz gute Möglichkeit, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschielen, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich bin so jemand, der eigentlich so, seine drei, maximal vier Charaktere hat, die er halt immer dann irgendwie spielt und dann aber auch nicht viel mehr. Ja. Und ich finde, in den Missionen ist es halt schön, dass du auch mal ein bisschen dazu kommst, ein paar andere Charaktere zu spielen. Was ich ein bisschen schade finde, das ist immer so ein bisschen verpönt in Beat'em-ups und solchen Kampfspielen, dass du so Story-Modus, also hast du hier ja auch leider, also was heißt leider, hast du hier nicht. Fände ich aber, wenn man irgendwie dann für die Reihe mal frischer Wind. Also ja, es gab ja, in Brawl gab es ja den stimmt, da war eine Emissionär oder sowas. Keine Ahnung was, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Da hast du ja im Prinzip eine Art Story-Modus gehabt, wenngleich du im Wesentlichen ja sehr bildlich, sag ich jetzt mal, oder? durch Labyrinthe geirrt bist und dann immer wieder neue Charaktere getroffen hast. Das gibt es jetzt hier nicht mehr, dafür haben sie ja die Smash Tour jetzt irgendwie neu mit drin. Ich finde so Story-Modi in Kampfspielen, ich würde nicht direkt sagen verpönt, aber sie sind halt in den meisten Fällen so dermaßen oberflächlich, dass du sie eigentlich auch weglassen kannst. Ja, das stimmt. Also dass da ist im Prinzip auch dann nur ein, ich weiß nicht. Also im Regelfall ist es ja dann echt so, keine Ahnung. Oh, ein Turnier findet statt, oder, nee, falsch. Oh, der böseste Mensch der Welt und gleichzeitig auch größte Kämpfer richtet ein Turnier aus. Wir müssen die Welt verteidigen. Und ich weiß nicht, es ist, ich find's immer ziemlich albern. Oh, das sieht nach sieht irgendwie Stress aus. Sieht irgendwie beides nicht so wahnsinnig gut aus. Machen wir einfach mal. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Bereit? Los! Du bist der Spieler 2. Ja. Okay, das ist gerade eine sehr interessante Stage auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Take this. Okay, was ist Aufgabe? Entweder müssen wir die Stage kleiner machen. Ja, es ist schwierig, weil von oben immer neuer Kram nachkommt. Insofern. Okay, jetzt kommt er wieder neu. Oh. 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 Ein Jammer.
aber es wird irgendwas mit den Hämmern zu tun haben. Die waren schon auf dem kleinen Thumbnail da abgebildet, insofern. Und guck mal, da ist wieder einer. Ich weiß, der hängt ja. Komm her, komm. Sehr schön, sehr schön. Ich versteh's nicht, die kommen immer wieder neu, ne? Ja. Sollen sie beide gleichzeitig mit dem Hammer raushauen? Wobei es echt schwierig ist. Ich glaube. Und ich, tot bin. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat was mit. Verdammt. Und wir beide tot sind. Lesen egal, die Mission. Die Missionen sind ja immer schon scheiße gewesen. Insofern. Nee, also. Bei der Zerstörungsgefahr ist keine Zeit zu verlieren. Wir haben ja noch den anderen Weg, den wir gehen könnten. Aber ich will es irgendwie jetzt. Also müssen jetzt wir irgendwie, pünktlich wohl irgendwas kaputt machen? Ja, oder? Ja, es wird irgendwas mit den Hämmern zu tun haben. Ansonsten wäre das sicherlich irgendwie. Aber was haben. Oh shit. Awesome. Okay. halt nicht. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, warum die gewonnen haben. Also hat jetzt jeder ein Leben und nee, sie spawnen ja immer wieder neu. Insofern lass uns mal versuchen, die irgendwie beide gleichzeitig mit dem Hammer rauszuhauen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. An irgendwas erinnere ich mich da auch düster. Also ich. Das Problem ist die. Ja, beschäftige sie! Beschäftige sie! Ach, verdammt! So eine Scheiße. Müssen sie schwächen, dürfen sie aber nicht töten. Ah, guck mal, da ist der nächste. Warte, nein. Ja, natürlich. Ey, was soll denn der Mist? So. Irgendwie voll das Armutszeugnis, dass wir schon die dritte Mission nicht hinkriegen. Aber wir spielen ja auch auf normal. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Vielleicht wird mitgezählt, welches Team mehr vom Gebäude kaputt macht und die mehr kaputt gemacht haben. Ja, aber die Zeit läuft ja hoch und nicht runter. Wonach sollte sich das dann richten? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch das irgendwie zu schaffen. So lange, bis wir draufgehen. Was nicht mehr allzu lange dauern könnte, dürfte. Und sie schnappen sich auch nicht die Hämmer, was ungewöhnlich ist. Gerade in dir! Ach, verdammte Scheiße! Ob der den jetzt echt nicht nimmt, aber das ist ja Quatsch. Ich glaube, es war nur ein Versehen. Ist egal. Unsere Mission. Auf jeden Fall gibt es wieder 50 knackige Missionen, die halt auch im Koop erledigt werden können. Ich glaube, die unterscheiden sich sogar ein bisschen. Ja, macht auf jeden Fall eine Menge Laune. So. Was wollen wir denn als nächstes machen? Wir können ja einmal gerade im Stadion vorbeischauen. Mhm. Scheibenbomber, ist das so ähnlich wie dieses mit den Zielschießen? Ja, es ist das Prinzip. Es geht in beiden Fällen darum, Zielscheiben zu zerstören. Aber die es ist eigentlich grundlegend ein bisschen anders. Es ist mehr so, das Scheibenbomber ist mehr so eine Art Angry Birds eigentlich, als der klassische Scheibensmash. Das hab ja, ich hatte. Also es geht darum, den Sandsack
so in diese, in dieses Gewirr aus Schlag mich tot. Oder die Bombe. Ach, okay. Also im Grunde das gleiche wie mit dem. Ungefähr das gleiche wie mit dem Sandsack, nur mit noch einem Angry Birds Aspekt sozusagen. Ja, ja, wenn man so will. Also im Prinzip ein kleines Minispiel im Spiel. So, und ich muss das jetzt einfach hauen. Ja, was heißt einfach hauen? Möglichst viel Schaden machen und dann richtig schön da rein. Naja. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz lustige Sache, wenn gleich, ach komm, jetzt wollt ihr mich aber ver... Ist da jetzt eine unsichtbare Mauer oder ist da keine? Graf Knickwitz. Immerhin. Ja. Yeah. Wir sind tiefstark. Grandios, auf jeden Fall. Grandios. Da eignen sich dann wahrscheinlich andere Charaktere besser, oder? Wahrscheinlich hat dann jeder so seine Stärke, Schwäche. Ja, vermutlich, aber grundsätzlich kannst du es natürlich mit. Wären wir ein bisschen fähiger, dann könntest du es natürlich mit jedem Charakter machen. Außerdem habe ich ja trotzdem gewonnen, insofern. Ja. Parallel dazu natürlich der klassische Home-Run-Wettkampf, wo man halt den Sandsack verdrischen und möglichst weit entsprechend schleudern muss. Und im Prinzip die klassischen die fand ich auch Multi-Smash-Modi. Oh ja, wir können. Das müssen wir aber jetzt tatsächlich mal machen. Wir müssen versuchen, im Brutalo-Smash zumindest einen Kill zu schaffen, ja? Okay, ich glaube. Wird anders, andersrum ablaufen. Ich glaube auch. Aber hier in dem Fall kannst du tatsächlich Kirby nehmen. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber bei Brawl konntest du sie ja so halb von der Stage runterlocken, wenn du die ganze Zeit neben der neben der Stage geschwebt bist, aber vielleicht sind sie auch cleverer geworden und wir werden hoffnungslos untergehen. Ja, und ich starte schön mittendrin. Komm lieber da weg. Wenn sie dich einmal treffen, dann bist du Mut. Oh Mann. Ist ja nicht so, als hätte ich's. Hey, wir haben ein. Okay, das ging schneller als erwartet. Dann können wir jetzt unseren eigenen Rekord brechen. Zeig's ihnen. Das ist gar keine so schlechte Strategie. Ich lenk sie einfach ab. Oh, fuck. Oh Mann. Nein. Sensationelle 0 Kills haben wir schon. Einen, komm, noch einen. Oh, zwei schon. Nein! Müsste man das dann immer überbieten, oder? Um weiterzukommen, oder? Was heißt, um weiterzukommen? Ziel ist es im Prinzip, einen Highscore immer, immer hinzubekommen. Ja. Aber das ist ja im Prinzip auch schon seit längerem bekannt. Ich weiß gar nicht, ob es den im ersten Teil schon gab, aber im zweiten Teil gab es ihn, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihn im zweiten Teil schon gab. Und seitdem ist er halt immer fester Bestandteil. So. Was können wir denn nochmal machen? Ich weiß, ach so, die. Ach so, die